Yeah. Gut gemacht. Shit. Hey, na los. Verschwinden wir hier. Das war ziemlich laut. Was jetzt? Da war so ein Zettel. Da stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravena-Basis ein WLF-Versteck gibt. Seravena. Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten WLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Oh, shit. Da. Seravena Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei. Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Okay, dann mal los. Kein Benzin mehr. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Passiert. Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen Infizierte die U-Bahn hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Na los, finden wir einen Eingang. Dadurch? Okay, ich halte das. Shit, Infizierte. Pass auf.
Das waren alle. Ja, sieht so aus. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Oh, Mist. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hier ist Benzin. Ich muss nur hinkommen.
los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Es ist ein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Verschwinden wir hier. Was sagtest du eben? Ja, also... Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Was ist damit? Könnte klappen. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält.
Ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. ...5774? Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Ich mag es, Teil dieser Überlebensgeschichte zu sein. Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Kann auch klappen. Suchen wir weiter.
Weißt du was? Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig. Das? Ich höre nichts weiter. Suchen wir das Benzin. Ja. Wie es wohl war, Geschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst rauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Okay. Hey, hilf mir mal. Komme. Oh.
du schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Doch, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Was echt Übles passiert. Fedra-Soldaten. Seh dir die Wand an. Sie wurden exekutiert. Scheiße. Sie wurden nicht nur exekutiert. Sie wurden zerfetzt. Vielleicht waren Kugeln noch nicht knapp. Vielleicht hatten sie es verdient. Vielleicht. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? Hm, so stand es auf dem Zettel. Dann lass uns da runtergehen. Vorsichtig.